Also, auch Krieg gab es schon. Also auch Putin. Auch. Sag mal, nicht gerade Vogue hier, was du machst. Krieg gab es schon immer. Boring. Boo. Machen wir was Neues, ja. Ist das noch Podcast, sag ich dir. Oh, ist viel besser, wenn man sich vorher 2 Stunden bei Roblox aufgewärmt hat. Dann, ja. Dann hat man quasi nicht was Schönes hinter sich, wie Schlaf zum Beispiel, sondern Folter. Und dann freut man sich auf den Brennpunkt. Gott. Professionell. Hallo always. Leute. Guten Morgen hier aus der Brennpunktzentrale in Weimar. Das war ein sonntägliches Bäuerchen. Es ist Sonntag, 12 Uhr. Und ihr hört den Brennpunkt Internet. Wir sind Ronko und Tonko. Von mir aus. Was wir nicht alles sind. Du hast schon Roblox gespielt heute. Ich habe leider schon Roblox gespielt. 2 Stunden heute am Samstag. Aber es ist ja jetzt Sonntag. Wir blicken ja freudigen Mutes in die Zukunft. Ja, voll. Ja, Pandemie und Weltkrieg. Geil. Es geht vorwärts in der Welt. Ja. Da fehlt eigentlich noch die heilige Dreifaltigkeit. Was ist das dritte? Na, so Klimawandel. So Frösche, die vom Himmel fallen, dachte ich so. Ja, ja, also ich habe Bock, aber ich weiß nicht, ich habe richtig spröde Lippen seit 3-4 Tagen. Und vielleicht fallen die mir auch ab, während wir jetzt hier reden. Von vielen Küssen bestimmt. Ja. Es gibt einiges. Tino hat sich jetzt eine WhatsApp-Notizen-Story hier gemacht und hat da einiges zusammengetragen. Ja. Und deswegen, ich starte aber mit einer ganz unkonventionellen Sache. Die hat Brizaren, Waxel, Alex an mich herangetragen. Ich solle dich doch mal challengen, vielleicht weißt du es auch schon. Wie heißt denn das neue Kind von Everybody's Darling, Elon Musk? Y, dachte ich. Na, das ist die Kurzform. Das reicht mir auch. Y oder so. Irgendwie so 2 komische Symbole, dann Y und wieder komische Symbole. Ja, irgendwie kommt halt Y in dem eigentlichen Namen gar nicht vor. Nee. Deswegen ist das ein bisschen komisch, aber die ja, machen ja eigene Regeln. Weiß nicht, das war so ein ganz komischer Name. Ich wollte ihn auch erst aufschreiben, aber ich konnte ihn nicht lesen und nicht vorlesen. Da dachte ich mir, das ist lieber raus, eh nicht so wichtig. Ich hatte ja neulich mal so eine Liste rausgesucht und in der Telegram-Gruppe gepostet von Namen, die in Deutschland verboten sind. Und da ist echt alberner Scheiß dabei. Ja, zum Beispiel? Weiß ich nicht mehr. Cool. Ich kann sie nochmal raussuchen, aber das sind halt so Sachen, wo du dir denkst, okay, ja, ergibt Sinn. Verbotene. Ja, stell dir mal vor, dass jetzt das dritte Kind von Musk irgendwie Paul heißt oder so. Ja. Das eine heißt irgendwie X, andere Y und der dann Paul oder Thorsten. Das sind meine Kinder. Guck X, mal. Y und Thorsten. Waldmeister, Junge, Lenin, Rosenherz, Schröder, Aqua, Bierstübel, Pilula. Also, ich würde. Sowas zum Beispiel. Wieso? Achso, Lenin wegen, okay, ja. Lenin wegen Lenin. Ja, ja, stimmt. Störenfried. Ja, Störenfried und dann, also ich weiß nicht. Es gab eine Schüler-VZ-Gruppe, die hieß, bei 1 Million Mitgliedern nenne ich mein Kind Eric Hartman. Was daraus geworden ist, ich war drin, aber was daraus geworden ist, keine Ahnung. Lucifer. Lucifer ist auch verboten. Aber was ist, wenn man seine Tochter Lucy Fernando Español nimmt? Das ist ja wie, wenn du irgendwie, wenn 2 Leute, die heiraten wollen, Kinder und Ficker mit Nachnamen heißen. Hm. Darfst du dich Kinderficker nennen als Doppelname? Ich hoffe. Ich würde es gern wissen. Aber warum ist Aqua verboten? Und McDonald, Ogino, Pilula, Großherzog, Pinocchio. Das ist doch alles dumm, Alter. Popcorn, Wild Child. Ja, ich weiß auch nicht, was das für eine Dreckseite hier gerade ist. Doktor wäre noch ganz cool. Da ersparst du dir viele ja. Bildungskosten, glaube ich, Bildungszeit. Naja, aber ich so heißt das Kind aber. Nicht. Das heißt anders. Also, wie könnte es heißen, Tino? Ich habe es heute Morgen noch gelesen. Irgendwie Strumme. Das Ding ist, diese Kinder heißen halt auch nur so, damit Trottel wie wir darüber sprechen. Ne? Ja, das in den Medien das ganz groß steht. Es ist so dumm, Alter. Es ist ja nicht mal irgendwie. Es ist ja auch ein Leihkind, ne, von einer Leihmutter, habe ich nicht ganz verstanden. Also kann, es ist eigentlich nicht wichtig, aber ich habe mir die Frage gestellt, ist einer von beiden. Leihkind ist nicht wichtig, ist richtig. Nee, aber ist einer von beiden nicht zeugungsfähig oder gibt es da irgendwie einen offiziellen Grund dafür? Keine Ahnung, aber imagine, du benutzt dein Kind als PR-Stunt. Besser als gar nichts benutzen. Na gut. Das andere hat eine Babyklappe und der hat wenigstens einen Gag. Es heißt Exa Dark Sidereal.
Zum Glück, dass es hier nicht Lenin heißt oder Stromae oder. Exa steht wieder für irgendeine so technische Scheiße. Dark steht für irgendwas Ungewisses. Das Nichts. Und der Rest ist mir eigentlich auch scheißegal. Gut, kommen wir zu den wahren Themen. Da können die froh sein, als sie nicht hier leben und ihr Kind hier auf die Welt bringen mussten. Da ging's in nur. Deutschland? Nein, nein, nein. Ach so. Ja, meine Nichte heißt ja auch auf besondere Art und Weise. Die heißt Liane Viocre. Ja. Und aber weiß nicht, irgendwie finde ich Namen oft scheiße. Wenn ich irgendwelche Eltern rufen höre, irgendwie im Park oder so, weiß ich nicht, fällt nichts ein. Justus oder Tim, finde ich alle Namen scheiße irgendwie. Das ist komisch. Kennst du den Effekt? Ich weiß, was du meinst, ja. Mir fällt da eine kleine Story ein, da hat mal eine Mutter sehr verzweifelt ihr Kind gesucht und ist dann rumgelaufen in der Stadt und hat so gerufen, Theo! Und Herr Rodes hat dann gesagt, spann den Wagen an. Und das war dann unangenehm. Oder wir fahren nach Lodge. Aber auch witzig. Naja, das Ding ist, dass mein Partner und ich ja auch mögliche Kindernamen schon haben, so 3 Stück. Oh Gott, oh Gott. Und die haben wir alle schon in der Öffentlichkeit gehört. Da haben wir jedes Mal gedacht, ach, klingt das scheiße eigentlich. Hier aber nicht einmal rufen, hey, Lenin oder so. Weil das klingt aber scheiße. Die 3 Namen willst du nicht droppen hier? Will ich nicht droppen, nee. Ach so. Nicht, dass dir jemand wegschnappt. Auf jeden Fall. Die Namen gibt's halt schon, natürlich. Aber es sind halt Namen, die irgendwie einen Bezug zu uns haben, zu den Sachen, die wir mögen. Okay, es sind Robin, Herodes und Kalle, ich gebe es zu. Okay. Und ich habe Angst, dass die uns weggenommen werden. Okay. Klingt nur scheiße. Ja, Kindernamen, wenn sie gerufen werden von Kindernamen, panischen Eltern. Kindernamen, egal. Ja, Eltern sind halt auch einfach uncool. Wie wäre es denn, wenn man die Kinder so benennt, wie nicht mehr wie früher, dass die Menschen so heißen wie ihre Berufe, sondern wie sie sich kennengelernt haben? Dann ist man irgendwie. Das war früher so. Naja, nee, also früher war das doch so irgendwie. Müller. Schmidt, Müller und so. Ja. So sind die Menschen benannt worden. Heute irgendwie, wie sie ihre Eltern kennengelernt haben. Wie Tinder, Cupid. Ach so, meinst Facebook du, ja. Oder Real Life, ja. Theater, ja. Keine Ahnung. Das wäre auch witzig. So eine neue Generation. Na dann, sei da mal die Speerspitze und stoß da mal vor in neue Gefilde. Da würde unser Kind würde dann Theater heißen. Mit Nachnamen. Okay. Theaterprobe. Schön. Schreibt mal in die Kommentare, wie eure Kinder heißen würden. Guck mal, jetzt haben wir schon einen halben Brennpunkt um und haben noch gar nicht über den Krieg geredet. Geil, oder? Was für ein Krieg denn? Wisst ihr auch nicht. Fällt keiner ein. Aber wer einen Halswirbelbruch gekriegt hat... Gott, oh Gott. Es ist passiert, Robin. Mhm. Die WWE ist ja frei gewesen von schweren Unfällen, ja, in den letzten Jahren. Nein. Es gab mal den Tod 1999, ja, als hier Owen Hart bei Over the Edge gefallen ist und sich gestorben hat. Er hat sich aus dem Leben herausgestorben. Nee, der ist ja irgendwie, er wollte sich als Entrance quasi von der Hallendecke abseilen lassen und wollte dann so wie so ein Superheld reinfliegen in die Halle, was er schon mal gemacht hatte, aber ist irgendwie gestolpert. Und stattdessen aus, wie ein Superheld aus seinem Körper herausgeflogen. Quasi. Ja. Ist wohl irgendwie zu weit gelaufen, über die Barrikade gefallen, hat die Sicherung gelöst und ist dann mit dem Kopf auf die Ringecke gefallen und gestorben. Hm. Also over the edge. Und jetzt ist es wieder passiert, dass jemand fast gestorben wäre, und zwar Big E, der von The New Day, der kräftige WWE-Champion, ehemalige. Und der hat bei einem, für Kenner, bei einem Belly-to-Belly-Suplex quasi, wo du den Gegner so umarmst und nach hinter dich wirfst, ist er voll auf den Kopf gefallen, hat sich sein Genick wohl irgendwie gebrochen, oder zumindest einen Halswirbel. Und er ist derjenige, der aktive Part bei diesem Move. Nee, der passive, er ist quasi, aber er wurde geworfen. Gesuplext, genau. Uff, okay, das ist ja ärgerlich. Schaut richtig eklig aus. Und wurde das Match rausgenommen und seine Tag-Team-Partner haben das dann zu Ende geführt. Und er wird lange ausfallen. Aber hat ein Statement schon gemacht per Instagram-Video, dass ihm ganz gut geht, so den Umständen entsprechend. Er kann seine Finger wieder bewegen. Und man soll sich keine Sorgen um ihn machen. Ja, geil. Dumm gelaufen. Raus aus dem Leben gesuplext. Muss man sagen. Also es ist ja nochmal was anderes, wenn du selber halt den Move performst und dich verletzt. Aber wenn du jemanden wirfst und dann einem, gibt es da Konsequenzen? Naja, es kommt drauf an. Also es kann Konsequenzen geben, wenn du den Move unsauber ausgeführt hast. Hm. Weil es gibt oftmals nach jedem Match irgendwie so auch Reflexionen der Manöver, die schiefgegangen sind. Und wenn es so ist, dass du halt unsauber gemacht hast, wie Brock Lesnar, der ist dafür bekannt, unsauber zu wresteln, dann kann es Ärger geben. So. Aber meistens ist es einfach ein Betriebsunfall, kann passieren und dann gibt es meistens keine Konsequenzen. Genick gebrochen, kann passieren. Ich meine, Owen Hart, der dann gestorben ist, über diese Ringhalle da runtergefallen ist, der hat ein paar Jahre zuvor Steve Austin schwer verletzt bei einem Piledriver. Mhm. Quasi hat ihn so wie bei der 69er Sexstellung genommen, nur im Stehen, und hat ihn dann auf den Kopf fallen lassen.
Und normalerweise sind da doch die Beine im Weg. hat aber nicht richtig gemacht. Da ist Steve Austin vor seinem Kopf drauf gefallen und der Nacken war gebrochen. Er ist lange ausgefallen. Und dann als Revanche ist er quasi dann von Steve Austin vielleicht geschubst worden über diese Reling da. Gute Frage. Jedenfalls kommt selten vor, was passiert. Gut. Das dazu. Schön, dass wir jetzt hier Wrestling wieder zum Thema hatten. Hast du noch was zur AfD oder? Ja, Echt, ja? ja, natürlich. Die AfD ist jetzt unter Beobachtung. Schon wieder. Die darf jetzt offiziell zum ersten Mal als rechtsextremistischer Verdachtsfall eingestuft werden. Gab's das nicht schon 20 Mal? Naja, also es wurde geleakt, dass das wohl passieren soll, was aber nicht geleakt werden durfte. Da hat die AfD dagegen geklagt, weil es auch ein Wahlkampf war. Was darf man wohl nicht mitten im Wahlkampf wohl eine Partei beobachten oder das offiziell verkünden? Und jetzt gab es aber das Urteil, dass die AfD offiziell Verdachtsfall ist, wird wohl auch beobachtet. Und die AfD ist voll überrascht, war das Statement. Vor allem Tino Chrupalla meinte, er ist überrascht und will dagegen vorgehen. Wer hätten das gedacht? Einfach hübsch, dass die AfD mal verdächtigt wird, rechtsextrem zu sein. Na gut, haben wir das auch weg. Ja. Dann kommen wir mal zu einer kleinen YouTube-Livestream-Sache, Ja, die diese gerne. Woche war. Fand ich ganz witzig. So ein Typ, den ich eigentlich gar nicht gucke, weil das ist jetzt hier Optik-Shaming, ja. Aber der hat so einen ganz komischen Bart, so ein Harald Klöckner-Bart irgendwie. Ah, der Ich so glaube, bei. angemalt aussieht. Ja, genau, ich Ja. glaube, bei ihm ist es ganz normal, weil beim Harald weiß ich es nicht. Aber das ist für mich wirklich ganz komisch anzusehen. Und von daher habe ich mich eigentlich auch nie mit dem beschäftigt. Ist jetzt vielleicht nicht nur der Bart, es gab einfach keinen Grund, aber ja. Und der hat Elden Ring gezockt. Und in Elden Ring kann man ja auch wie in den anderen Souls-Spielen, wie du ja weißt, invaded werden. Ja. Also, dass quasi du zockst und währenddessen kommt ein anderer Spieler und invadet dich. Ja, So. kenne Und ich. da gibt es Ständig. einen, der viralste Twitch-Clip diese Woche war, dass er invaded wurde. Mitten in einem richtig harten Bosskampf, der dich irgendwie mit zwei Schlägen tötet. Ja. Und so hieß er dann, Moist Critical, was auch immer, gets invaded mit Bossfight. Oh. Stellt sich raus, die Invasion ist eine Wespe gewesen, die halt nicht im Spiel ist, sondern in echt. Und er ist richtig, er hat wie Franz eine panische Angst vor Wespen und springt dann so auf und zockt dann noch im Stehen weiter und tötet gerade so schnell den Boss und rennt dann panisch weg. War auf jeden Fall witzig. Kann man sich mal angucken. Was auch in dem vorgehen muss, ja, dass er irgendwie gerade in diesem Match ist und spielt, die Wespe schon sieht. Scheiße, Ja. was mache ich jetzt? Wegrennen oder noch zu Ende spielen? Ah, was muss passieren, dass er zuerst den Controller weglegt, weißt du? Zwei Wespen. Wie Oh. viele Wespen müssten es sein? Ja. Erst ja die Frage, weißt du, da muss er so krass in diesem Spiel drin sein, dass er ausblenden kann, dass er gerade eine Wespe ist. Er weiß im Kopf irgendwie, ich muss wegrennen, weil ich Angst davor habe, aber irgendwie ist mir das Spiel gerade wichtiger. Ja. Was muss passieren, dass er halt sofort sagt. Man kann halt, soweit ich weiß, auch da gar nicht Pause drücken. Also ist ja nicht mal online Wie im gewesen, echten sondern Leben. ja. Es ist halt ein hartes Game, weißt du? Für die harten Leute. Ich weiß wieder nicht, wann wir angefangen haben. Man kann nicht pausieren, ich auch nicht. Egal. Man kann nicht pausieren, das ist scheiße. Naja, das ist halt Teil der Schwierigkeit. Die Serie, möchte ich es mal bezeichnen, die zeichnet sich ja dadurch aus, dass, oh, wir sind so schwer, wir sind so eine krasse Challenge und so. Im Endeffekt ist es auch nicht anders, als wenn du irgendein anderes Spiel auf schwer spielst. Aber das werden die Leute irgendwann noch entdecken für sich. Über das Thema kam jetzt ein Song raus, für euch vor 3 Tagen am Donnerstag, nämlich von Rammstein, Zeit. Die neue Single heißt Zeit und da geht es genau um dieses Thema, man kann die Zeit nicht anhalten, würde doch das jetzt für immer so sein, dass ich in deinem Arm liege und so richtig, richtig schön und Singen die da auch über Elden Ring? genau. Es ist gerade so geil, ich wünschte, ich könnte die Zeit anhalten, aber nein. Ich würde gerne für immer Elden Ring spielen. Und jedenfalls Rammstein-Singles ist rausgekommen. Das ist ein ganz großes Thema. Und sie haben auch schon ein Album angekündigt, was auch Zeit heißt. Und es klingt wie immer sehr nach Abschied. Das war schon bei Rammstein so, weil beim letzten Album quasi hieß ja nur Rammstein. Wo auch viele gesagt haben, irgendwie wirkt es so als wie ein Abschluss. Aber sie haben gesagt, nein, wir machen noch ein Album. Und es kommt auch noch eins. Aber es heißt eben Zeit. Und singen eben irgendwie auch nach uns, wird es vor uns geben und so. Und klingt ein bisschen nach Abschied. Mal sehen. Ja, weil Till jetzt solo so erfolgreich ist. Möglich. Aber auch nur in Russland. Und da ist ja gerade schwierig mit Solo-Karriere, ne? Ach so.
Da ist generell gerade schwierig, aber Da dazu ist gerade später mehr. schwierig, ja. Möchtest du also sagen, wenn die ihr neues Album kaufen, dann kann man sagen, Zeit ist Geld? Ja, tatsächlich. Sehr klug. Okay, und du meinst, das ist das letzte Album, weil man auch sagen könnte, es ist Zeit zu gehen zum Beispiel? Ich muss sagen, die sind immer noch gut, Rammstein, und die könnten das eigentlich ewig machen, weil die kommen jetzt alle so an die Grenze von 60. Ich glaube, Till ist jetzt so Mitte, Ende 50 Haha. und die anderen ja auch so. Die sind, glaube ich, ein bisschen jünger als er, so leicht. Und es wirkt schon komisch, mit 60 doch so Metal-Musik zu machen, aber Ach, bei Ärzten ist okay, wenn die Teenager Liebe singen also bei auch. Punkrock scheißegal. Ach so, Nee, okay. ich finde es, ich muss sagen, also von der Legacy her gesehen, ja, wenn man ja auch irgendwann mal sagt, es sind meistens die Coolen, die irgendwann gesagt haben, wir hören jetzt auf, so nach ein paar Alben und hören jung auf und das war's dann. Alle sagen so, ach, wenn die mal wiedergekommen. Aber Musiker und Musikerinnen, die so mit 80 auf der Bühne stehen, wirken meistens eher so lächerlich, weißt du, wie ich meine? Dolly Parton. Wo man den, ja, die ist großartig, aber wo man so diesen, oder ist es die, die ich meine? Doch, Jolene hat die Wahrscheinlich, gesungen, ne? zum Beispiel. Und es wird immer so ein bisschen wie die Rolling Stones, ja, oder AC/DC. Da sind ja alle schon nicht Hä, mehr. aber AC/DC ist doch jetzt nicht scheiße. Also, Ich weiß ist doch nicht. gerade geil, dass die immer noch so ein bisschen hier sein Rumhüpf-Move hier, sein Chuck Berry-Ding. Es ist schon cool und ich will ja, also ich will ja auch, dass Rammstein nicht aufhört. Ich will, dass sie noch mit 90 Jahren Musik machen, aber irgendwie wäre ich in der Position, wäre ich gern der Coole, der sich eine Grenze, wie Stefan Raab, der eine Grenze zieht und sagt, mit 50 bin ich raus und dann noch echt geht. Damit wird man ihn auch vermisst, weißt du? Dass du eben keine Übersättigung hast und die Leute irgendwann sagen, na komm, jetzt ist mal gut hier. Dass du halt nicht zur Karikatur deiner selbst wirst. Ja, aber das ist für mich halt viel zu sehr ein Fuck gegeben auf die Außenwahrnehmung. Ich würde halt machen, worauf ich Bock habe. Und ich kann mir nicht vorstellen, wenn ich da irgendwie, keine Ahnung, wenn ich als Rammstein auf der Bühne stehe und da Bock drauf habe, dann mache ich das halt einfach weiter. Weißt du? Bestimmt. Aber nicht, oh, jetzt muss ich aber hier aus künstlerischem Anspruch oder was auch immer aufhören, obwohl ich noch Lust habe. Keine Das müssen Ahnung. alle für sich entscheiden. Ich finde zum Beispiel Udo Lindenberg als der wirkt eher wie eine Karikatur seiner selbst inzwischen. Der singt, der macht nur so, wenn ich durchhänge und du verstehst kein Wort. Er singt keinen geraden Ton mehr richtig. Er nuschelt und also Also und ich fand den ja schon immer scheiße. naja, er konnte schon noch gut singen, so als er so in den 80er, 90er Jahren und so weiter. Aber inzwischen wirkt er nur noch so wie ein abgehalfterter Opa, der halt. Es wirkt halt lächerlich so ein bisschen. Auch wenn die Musik für Fans bestimmt cool ist und sie sie freuen. Aber man muss eben, finde ich, so eine Grenze ziehen und sagen: Okay, jetzt wirkt es lächerlich. Was ich aber sagen wollte, ist, bei Rammstein wirkt es noch nicht lächerlich. Ich finde, sie reifen sehr gut. Sie singen ja auch nicht mehr unbedingt nur von diesem irgendwie rein, raus, tiefer, tiefer. Sondern dieses neue Lied, was Zeit heißt, ist auch viel reifer geworden. Es passt zu ihnen. Und das finde ich ganz gut. Und die Ärzte zum Beispiel haben sich mit Dunkel für mich sehr viel kaputt gemacht. Ich finde, Hell wäre ein Abschluss gewesen, richtig geil, wo alle gesagt haben, Hell ist so ein gutes Album nochmal gewesen, auch mal auf den Punkt und auch von den Texten her, erste Sahne. Ja, also kann Dunkel nicht das letzte Album Dann gewesen kam sein, Dunkel und ganz ich dachte einfach. mir, wenn die jetzt aufhören, wäre es scheiße. Jetzt müssen sie noch eins raushauen, weil sonst sind alle, also viele sind enttäuscht, so Ja, mein die Frage Gefühl. ist, wie würdest du Dunkel gegenüberstehen, wenn das erste Album jetzt nach dieser langen Pause gewesen wäre, weißt du? Vielleicht ist da einfach sehr viel bei Hell an Hype geblieben, so, dass dann irgendwie ein Jahr später nochmal irgendwie nicht ganz so. Das kannst du halt nicht machen. Also ich weiß nicht, man kann doch nicht so ein Dunkelding raushauen, kurz nachdem Hell rauskam. Oder wie ich gesagt habe, einfach beides gleichzeitig Als releasen. Doppelalbum haben sie auch schon mal gemacht, Ja. ne? Und auch Farin Urlaub hat das schon mal gemacht, mit einer hellen und einer dunklen Seite irgendwie von, was war das denn? Die Wahrheit über das Lügen, Klein glaube und ich. groß ist das aber Genau. gewesen. Also Ja, aber ja, es ging auch mehr so um. das eine war die fröhliche Seite, das andere, ja. Genau. Das wäre cool gewesen, aber so fand ich es ein bisschen, ha, Naja, schwierig. also ich sag mal, die Bösen Onkels haben ja 2005 auch ein Abschiedsalbum gemacht. Wir wissen alle, was draus geworden ist, nicht wahr, Tino? Scheiße. Wieso? Nee, was Nee, meinst du? die haben natürlich nicht Abschied gemacht, die sind wiedergekommen. Das Ja, wie meinte alle, ich. das machen doch viele so. Auch Roland Kaiser hatte schon 5 Abschiedstouren gegeben und wie Ja. heißt die Schlagermusiker? Aber dieses Instrumental, das letzte Lied auf dem Album, ist richtig geil. Habe ich nicht gehört, ist mir auch egal. Adios heißt das. Da kannst du halt auch nichts sagen, weil Adios! nein, da kommt Er ja singt ja nicht, kein ja. Text. Das ist Ja, zum wirklich Glück. sehr, sehr gut. Zum Glück. Es gab wahrscheinlich einen Text, den alle dann gesagt beim Mixing so, wir machen bei den Kevin ein bisschen leiser, noch ein bisschen leiser, bis er nicht mehr zu hören war. Jetzt ist es ein runder Song geworden. Okay. Meine Meinung. Habe ich hier noch was ohne
Nee, wir haben gerade von TV Total geredet. Stimmt. Also zumindest von Stefan Raab. Ja. Da gab es nämlich diese Woche einen Shitstorm, wo ich mir schon wieder an die Eichel greife. Wie sagt man, an den Kopf? Hast du bestimmt ja nicht mitbekommen. Also in China finden ja noch irgendwie Olympische Spiele statt. Echt? Glaube, krass. In Peking Winterspiele, ist das nicht noch? Im Zuge dessen gab es ein TV-Total-Segment. Und weil China jetzt menschenrechtlich gesehen nicht ganz so geil ist, wurde da halt die ein oder andere Kritik geübt und dann wurde angestimmt, haha, jetzt kommt der chinesische, wie sagt man, ne? National Anthem. Wie sagt man? Die Nationalhymne. Schwieriges Wort. Und dann ging's Dreh, Chinesen mäten kein Drehbiss. Ist das schon länger her, oder? Ist das länger her? Ich dachte schon. Ich hab's jetzt erst mal gekriegt. Ich dachte, ich hab's doch gesehen. Ich habe auch danach gegoogelt und da waren die Sachen alle so irgendwie von den letzten Tagen. Ich hab's noch gesehen, glaube ich, diesen Beitrag, dachte mir, nicht so gelungen irgendwie. Ja, aber also... Ich finde eh, dass das Puff-Puff mit TV Total so ein bisschen in die Scheiße greift. Ja, ich gucke das auch gar nicht, aber das ist doch schon wieder übelst künstlich aufgebläht. Die Leute sperren Leute in Konzentrationslager und Umerziehungscamps und sonst was und hier wird gesagt, das kannst du aber jetzt nicht machen. Naja, muss man sich dann auf dieses Niveau herabbegeben, weißt du, sage ich ja bei vielen. Aber was ist denn da so schlimm dran? Naja, weil es halt ein Lied ist, weiß ich nicht. Es ist ja, also ein bisschen weißt du stereotypisch. Weißt was du denn? Was ist daran stereotypisch? Dass Chinesen immer nur in einen Vokalen reden oder was? Das ist doch Quatsch. Na, kommt das nicht auch daher, dieses Chinesen? Nein. Ist man so ein Sprachfehler? Die Kritik ist nämlich, dass die Polizei in dem Song kommt. Ach so, ja, es gibt. Ohne ersichtlichen Grund. Und da denke ich mir, seid ihr bescheuert? Also, ich habe das als Kind auch nie so verstanden, dass die Polizei kommt, weil da Chinesen sind, sondern weil die da laut Musik auf der Straße mit dem Kontrabass machen. Oder kommt es daher, dass es vielleicht illegale Einwanderer sind, die da mit Musik irgendwie Geld verdienen wollen, dann kommt die Polizei. Das wird halt, das ist alles Interpretation, das steht in dem Text ja alles nicht drin. Hm. Und wenn Leute sagen, ja, die bösen Chinesen werden jetzt rausgekloppt, dann ist doch das dein Rassismus, den du da reininterpretierst. Also ich dachte, ich höre, da macht jemand Ruhestörung und da kommt jetzt die Polizei. Und müssen sie denn Chinesen sein? Können sie nicht auch Senegalesen sein oder Deutsche? Ja, ist doch scheißegal. Da ist halt eine nette Straßenband, die zufälligerweise chinesischen Ursprungs ist, aber halt sich leider hier zu laut verhält. Und dann ist es ja dann vorm Gesetz sind ja alle gleich. Hat ja auch keine Konsequenzen in dem Song, ne? Da kommt dann die Polizei, fragt, was ist denn das? Ja. Und dann hatten drei mit dem Kontrabass. Ja. Dann ist wieder Ruhe, die fahren wieder nach Hause, die Polizisten. Und das ist halt für mich so künstlich aufgebläht. Ach, ich dachte, er hat deswegen das irgendwie Sprachduktus gemacht. Nein, gar nicht. Sowas. Ach so. Also das ist ja auch, also das ist nicht wie hier Martin Sonneborn, der irgendwie das, hier irgendwie, ich weiß nicht, wie es war. Gute Heimleise. Genau, irgendwie auf dem T-Shirt stehen, wo du halt offensichtlich siehst, dass es darauf anspielt. Nee, der Song wurde ja gar nicht verändert. Der ist ja schon immer so, dass du halt alle Vokale durchsingst. Da wurde nichts irgendwie... Ja, gut, verstehe ich. Und dann ist das einfach... das ist schon wieder so dämlich, Alter. Ja, meine also man kann ja von mir aus sich... Nee, kann man eigentlich nicht. Das Ding ist halt, dass es hier umgeht, dass da Leute in Gefangenenlagern stecken und wir regen uns stattdessen drüber auf, dass man Dreh Chinesen gesagt hat. Naja, vielleicht zusätzlich aufregen, kann man vielleicht sagen. Man darf, man darf halt nicht vergessen, dass die Kritik eigentlich an China gerichtet sein sollte. So. Richtig, aber diese ganzen Echauffier-Artikel erwähnen das ja dann ja, nicht mal. Ja, vielleicht. So. Oder sagen, da sind wohl menschenrechtlich Probleme und dann 90% des Textes geht darüber, wie schlimm doch Dreh Chinesen ist. Ja, das kann schon sein, das habe ich dann nochmal nicht ganz verstanden. Aber was ich sagen wollte mit Puff Puff, ich bin ein Riesenfan von dem gewesen, schon immer. Der halt macht ja echt so großartiges so Kabarett und Satire und so weiter. Und ich dachte, ich war naiv zu glauben, dass sie bei TV Total auch dieses Niveau mit reinbringen von ihm, weißt du. Mhm. Aber sie sind voll auf diesen Rap-Humor sitzen geblieben, mit trotz Puff Puff. Und es steht ihm irgendwie nicht. Und ich finde es irgendwie sehr schade, dass er auch hier seine Legacy so ein bisschen runterzieht. Klar kann man sagen, er verdient jetzt wahrscheinlich viel Geld und macht einen neuen Karriereschritt und so. Aber ich dachte, dass er das ein bisschen mehr aufwertet. Also Herr Rodes guckt das immer. Ich schaue auch manchmal auf YouTube so zu den Clips rein, die er so macht, um zu gucken, was passiert so. Aber ich muss sagen, ich schäme mich oft fremd für die Witze, die er macht. Hm. Es ist doch sehr oft sexistisch und sehr einfach gehalten und gestrickt. Da hätte ich ihm mehr zugetraut. Hm. Ich bin auch jetzt nicht der größte Fan von Raab. Ich meine, ich mochte TV Total immer. Auch die Musik von Stefan Raab finde ich ganz cool. Aber er hat sich immer schon über die Schwachen lustig gemacht, wenn er sich über welche Talkshow-Gäste lustig gemacht hat, die halt aus der Bevölkerung kommen mit Sprachfehlern und so. Oder die halt Lisa Loch hießen und die dann so als Pornodarstellerin dargestellt haben. Fand ich ein bisschen billig.
Und man muss sich mehr lustig machen über die Promis, die auftreten und nicht über die normalen Menschen. Das habe ich immer schon kritisiert, ja. Aber prinzipiell, Ist denn ja. Lisa Loch in dem Fall kein Promi? Nee, die war nur eine 17-jährige Ach Volleyballspielerin oder so. irgendwie eine Sportlerin, die eigentlich nur irgendwie bei einem Amateurbeitrag zu sehen war und hieß halt Lisa Loch. Und ich finde, da muss man sich nicht drüber lustig machen. Auch Maschendrahtzaun. Ja, ich habe den Song gemocht als Kind, ich hab die Single als CD gehabt, aber irgendwie rückblickend eine alte Dame so in die Öffentlichkeit zu ziehen, irgendwie, die selber in der Öffentlichkeit war, durch diese Gerichtsshow, keine Frage, aber über ihre Sprache sich lustig machen, finde ich ein bisschen niveaulos. Ja, aber da, ich finde, dieses drüber lustig machen ist immer gleich so negativ konnotiert. Weißt du, wenn, das habe ich ja auch schon bei Akzenten gesagt. Wenn ich die halt einfach irgendwie unterhaltsam finde, heißt es ja nicht gleich, dass ich mich da drüber stelle und das als was Schlechtes ansehe. Und wenn die halt Moschendrahtzaun sagt, so, Ja, das ist ja dann, schon, du ziehst weißt ja erst du? jemanden so in den Fokus, der kein Medienprofi ist. Ja, das ist was anderes. Ja. Da kann ich mitgehen, aber allein halt sich drüber lustig machen, mir fällt gerade keine bessere Formulierung ein. Das klingt halt für mich immer pauschal nach was Negativem, Nee, aber ich aber rede muss ja es auch ja gar von diesen nicht. Fällen, ja. Man kann natürlich auch sagen, wer zu Schwiegertochtergesuch geht und zu irgendwelchen Gerichtsshows, der geht ein Risiko ein, dass Menschen das sehen und sich drüber lustig machen, ja. Aber wenn du als zweites TV-Format das aufgreifst und es nochmal irgendwie überspitzt und noch einen oben drauf setzt, bist du nicht besser als RTL 2 in meinen Augen. War vielleicht auch nie der Anspruch. Das ist wie mit diesen, nee, aber trotzdem kann man das ja dann kritisieren. Das ist ja wie mit diesen Drachenlord-Geschichten, ja, mit hier Dorian und so, die dann irgendwie. Der Drachenlord ist schon eine Figur, die sehr fragwürdig ist und lächerlich ist. Du musst ihn nicht mehr lächerlich machen. Du musst nicht noch dafür sorgen, dass du es zuspitzt und ihn in seinen Gefühlen spielen. Das musst du nicht machen. Es reicht schon, Verweis und das zu teilen von mir, was er macht, aber dieses Initiieren von Skandalen und Aufregern, das finde ich halt einfach nur schwach. Okay, das zitiere ich auf jeden Fall, wenn du mal wieder irgendeine Kunstaktion machst. Ne? Dieses Provozieren, das finde ich einfach nur schwach. Nein, nein, Provokation ist ja nicht schwach. Ich meine, du musst gucken, was du, wen du Ja, provozierst. Du kannst doch nicht provozieren, wenn also deine alte Oma. beim Drachengame, da rennt es bei mir offene Türen ein. Das sind alles, also die ganzen Leute, die sich damit so intensiv beschäftigen, die sind genauso, mindestens genauso Opfer wie er. Ja. Also, wer halt so seine Zeit da rein investiert, also. Ich rede jetzt nicht mal davon, sich das anzugucken und es lustig zu finden, sondern wirklich da Aktionen zu starten, die gegen ihn gehen. Ja, Die treten das nach ist unten. so hobbylos, Die Alter. treten nach unten. Das ist so niederträchtig, sage ich mal, ja. Ja, Niederträchtig. das ist, wenn mitten im Leben schon nicht mehr reicht, um dich besser fühlen zu lassen, dann musst du halt dir noch eine niedrigere Sache holen. So ist es. Wo wir aber gerade von so deutschen Fernsehsendungen reden, hast du zufällig Neo Magazin Royal dreht einen Porno, diese ganze Sache, Ja, hast du gesehen? heute Morgen noch habe ich es Weil ich gesehen. nämlich nicht, ich musste Roblox zocken, Ja. deswegen konnte ich mir das nicht angucken. Aber 5 Minuten bevor ich meinen Roblox-Stream gestartet habe, habe ich in diesen Porn reingeschaut, weil der in der Telegram-Gruppe verlinkt wurde und da dachte ich mir, okay, die 5 Minuten habe ich, gucke ich ganz kurz rein und. Zack, warst du horny. Nee, eben gar nicht. Also so richtig gar nicht. Ich fand das richtig abstoßend in dem Okay. Moment. Also klar, man muss ja irgendwie auch gerade da Interesse dran haben irgendwie. Aber alleine, und ich weiß, dass es das eine gute Sache ist, ja, aber alleine, dass da halt so ein Lecktuch am Start war, also weiß ich nicht. Da bin ich jetzt bestimmt völlig, habe ich ein Bias, weil meine Gewohnheiten und ich bin ganz krank und verdorben, weil die Medien mir eintrichtern und so ein Bild vermitteln, bla. Aber es ändert nichts daran, dass das halt so ist. Da zwickerst du mich ganz hart, Ja. natürlich. Also ich finde es natürlich. Natürlich, ich Ich sag's, finde es nicht jeder soll schlimm. das Ja, benutzen und klar. super geil Schon, und mach das und das ist safe und so. ja. Aber das muss ich ja nicht im Porn sehen. Nein, nein, also ich will gerade sagen, dass ich es okay finde, wenn man das nicht geil findet. Aber ganz kurz, Ja. vielleicht erklärst du die Sache von vorne, weil ich weiß wirklich gar nicht, warum das Okay. alles passiert ist. Also erstens hat Bömi erstmal Corona Ach erst so. bekommen. Er hat zu den der letzten Passion die Corona bekommen wahrscheinlich zum ersten Mal. Und er hat von zu Hause aus moderiert und sie haben wohl einen Porno vorbereitet, der queerfeministisch sein soll. Und da geht's halt, ich habe auch nur ganz kurz gesehen, zensiert bei Instagram, da ist wohl eine kleine Gruppe von Menschen, die sind gemischt, haben gemischte Hautfarben, verschiedene Geschlechter und so weiter, also Mann, Frau und so weiter und zwei Männer, zwei Frauen, glaube ich, sind's und so weiter.
Und es sollte eben irgendwie weggehen von diesem Porno-Gedanken, fette Titten, Riesenschwänze, Mann, Frau, Hetero, alle kommen und ohne Verhütung und so weiter. Obwohl es nur der Pizzabote ist, der da kommt und so. Aber gibt's das nicht schon längst? Also auch irgendwie Transvestit. Er hat das Rad nicht neu erfunden, ja, das ist ja also, gar nicht die Frage. Aber er will damit. Es gibt ja, also jeden Fetisch gibt es ja und da gibt es garantiert auch schon. Sicher gibt es zu allem Fetischen. Also, das ist ja auch alles irgendwie in Ordnung, aber ich meine nur. Also für mich wirkt es. Da so ein bisschen erstmal wie, okay, was ist der nächste Tabubruch, den wir als Fernsehsender quasi irgendwie... Ja, von mir aus. Es kann ja sein, dass dieser Tabubruch ist, im Öffentlich-Rechtlichen so ein Porno zu zeigen. Hm. Aber ich war ja auch vor ein paar Wochen bei einem queer-feministischen Porno-Kinoabend. Hm. Da haben sie den ganzen Abend so kurze Pornos gezeigt, die halt so progressiv sind. Und Okay. Geh doch mal auf Porno-Seiten, ja, wenn die nicht gerade gesperrt sind in Deutschland. Geh doch da mal drauf und was ist denn auf der Startseite? Es sind immer Frauen mit riesen Brüsten, Männer mit riesen Penissen, in so gefakten Situationen, Pizzabote kommt oder Reparaturmensch und die Vögeln da irgendwie ohne Kondom rum, bis der Mann kommt und die Frau stöhnt von Anfang bis Ende, dann wird rumgespritzt, weißt du? So, das ist doch irgendwie 90% der Pornoinhalte gefühlt. Ja, aber wenn man so eine Seite einfach als Business versteht, also auf Netflix ist ja auch auf der Startseite das, was am beliebtesten ist. Naja, aber wenn halt Heterosex trotzdem halt bei der Mehrheit der... Es geht nicht um Heterosex, es geht auch um die Praktiken, was so alles passiert und dass halt so ein Bild vermittelt wird. Gerade wenn du ja so wer bist wie Pornhub oder wie Netflix, keine Ahnung, bist du auch dafür verantwortlich, was du für eine Sichtbarkeit schaffst. Klar, du kannst auf der einen Seite sagen, wir bieten das an, was der Mensch will, oder machen wir bieten wir nur noch Scheiße an. Oder du sagst, Scheiße framest du ja jetzt. Naja, oder du sagst halt, okay, wir haben eine Verantwortung und irgendwie ist es... Bringt es ein falsches Frauen- und auch Männerbild, wenn wir nur noch das zeigen? Lass doch mal ein bisschen reduzieren, machen wir nur 50-50, mach 50%, was die Menschen wollen und streuen noch was dazu, was nicht so, was alternativer ist, weißt du? Und solchen Pornos wollen sie eben erreichen, dass Sichtbarkeit geschaffen wird für verschiedene Hautfarben erstmal, für verschiedene Sexpraktiken. Dass es halt nicht nur Mann und Frau gibt, sondern es gibt auch noch Mann und Mann, Frau und Frau und Gruppenkonstellationen. Das ist halt nichts Neues. Naja, also, was heißt neu, aber es muss Sichtbarkeiten geschaffen werden. Dann ja, Verhütung. Also Gangbang ist so alt wie... Ja, aber was ist denn das für Gangbang? Irgendwie wieder 10 Frauen mit riesen Brüsten, fetten Ärschen, die von... Also das Ding ist, dieses typische Pornobild von irgendwie die blonde Frau mit den riesen Ocken spricht mich halt auch null an. Aber ich kann halt, weißt du, ich kann halt anerkennen, wenn du Netflix bist und du hast gerade... den neuen, was weiß ich, Marvel-Film eingekauft, dann zeigst du den halt auf der Startseite, weil du halt damit die Leute ziehst. Es gibt ja zum einen die Vorschläge für dich, aber auch was gerade populär ist. Darum geht es ja auch so ein bisschen. Ja. Aber was ich jetzt sagen will mit diesen Pornos, dass ja auch zum Beispiel wie Verhütung gar keine Rolle spielt in großen Pornos. Ja, dass die ganz oft unverhütet mit dem Pizzaboten ohne Kondom Sex haben und so vermittelt wird, richtiger Sex ist nur ohne Kondom. Ich oder auch Lecktücher zum Beispiel, also, dass es okay ist. Lecktücher wirken immer so ein bisschen wie was von einem anderen Stern. Aber es sind Sachen, die völlig normal sein sollten. Man muss natürlich nicht benutzen Lecktücher oder Kondome. Ja, man kann auch sagen, man fühlt es irgendwie anders. Aber Lecktücher kann man ja auch mal in die Öffentlichkeit bringen. Weil viele Menschen kennen das gar nicht. Aber ist das die Aufgabe davon? Weil ich finde, dass... Ich habe es halt nicht gesehen, deswegen ist gerade für mich ein bisschen schwierig, da jetzt, ich will nichts Falsches urteilen, wenn es gar nicht in diese Richtung ging. Aber ich finde halt, also Porn ist halt nicht die Aufgabe unbedingt jetzt hier educational zu sein. Das sagst du jetzt. Und sage ich jetzt einfach mal, ja. Denn, also deswegen finde ich ja, ist die Sache auch ab 18, weil man das halt, wenn man volljährig ist, einfach differenzieren kann, dass man halt weiß, dass das da nicht die Realität ist. Dass das halt viel mehr an irgendwie Herr der Ringe rankommt, statt an eine Doku übers Mittelalter, weißt du, also... Das ist der Gedanke, Sex ist halt die Doku, ja, naja, also, keine Ahnung, für mich ist das halt klar. Ja, für dich, aber es... Und für alle, die 18 ist, oder für die Mehrheit, die 18 ist, denke ich mal, ist das auch in einer Weise klar. Das ist das, was wir uns alle wünschen. Realität ist, du guckst mit 12 schon Pornos, bist überhaupt nicht 18. Und aber das ist doch dieselbe Diskussion wie, wir müssen jetzt Waffen in Videospielen verbieten, weil es können ja ein 12-Jähriger spielen. Da werden von die Erwachsenen aus bevormundet wegen irgendwelchen 12-Jährigen, die das eigentlich gar nicht spielen sollten. Das ist doch Quatsch. Das ist eine andere Debatte mit Waffen und Videospielen. Aber was ich sagen will, ist, dass...
Sex soll nicht educational sein, sagst du, aber es ist educational, schon von sich aus. Wenn ein 12-Jähriger sich Pornos anguckt. Du kommst halt mit den Minderjährigen an, das ist halt schwierig. Auch Minderjährige, dann sollte man halt den, von mir aus mit Ausweis oder was weiß ich, aber den Zugang schwerer machen. Von mir aus finde ich auch nicht schlecht. Aber zu sagen, alle Erwachsenen müssen jetzt drunter leiden, dass kleine Jimmy mit 12 Jahren das sehen könnte. Leiden, aber auch wer 18 ist oder wer 30, 40 ist, kann ja irgendwie mit seiner Sexualität und mit seinem Selbstbild hadern und verunsichert sein. Wenn du 30 bist, hast du seit 12 Jahren nur Pornos geguckt mit dicken Öcken, dicken Pimmeln und immer ohne Verhütung, dann wirst du davon beeinflusst. So und so. Und ich finde es wichtig, dass man irgendwie auch eine Sichtbarkeit schafft von Pornografie, die das Bild der Realität zeigt. Also ich hatte noch nie Sex wie im Porno. Das gibt's einfach nicht, dass alles klar ist und man macht sich doch nur... Dass alles klar ist? Naja, es wird doch in Pornos immer so... irgendwie läuft immer alles klar dort, weißt du? Stellungswechsel, zack, rein und das Menschen aber manchmal vielleicht... alleine vielleicht Kameraschnitte und so. Also ja, guck mal, das sind Kameraschnitte. Ja, aber das, so nimmst du doch aber einen Film auch nicht auseinander. Das ist ja voll unrealistisch, dass der Ninja hier 5 Schläge ins Gesicht kriegt und immer noch steht. Naja, wissen wir doch mal... Das meine ich halt, das ist halt Fiktion. Ja, klar ist das oftmals Fiktion, aber das sind Schauspieler. Ja, aber auch der hat darauf geachtet, dass eine... oftmals eine Diversität vorhanden ist zum Beispiel. Wird ja auch jetzt ein Umschwung gemacht mit mehr bunten Darstellerinnen und mehr Sexualitäten und so weiter. Lass mal bei den Pornos bleiben. Okay. Dass man einfach mal zeigt, auch mit einem kleinen Pimmel kannst du guten Sex haben. Brüste sind nicht das Wichtigste. Ich wette, wenn ich jetzt auf Pornhub oder sonst so hingehe und gebe Small Dick ein, gibt es da auch eine Menge Auswahl. Habe ich mal gemacht und es sind selten wirklich kleine Dicks. Habe ich mal gemacht. Dann gib halt Micropenis ein. Wird es garantiert auch geben. Habe ich noch nicht gemacht. Garantiert. Ja, es gibt, das ist ja das Ding, dass es jeden fucking Fetisch gibt. Selbst jeden, den du dir nicht ausdenken kannst. Es gibt diesen Ausspruch, du kannst nicht kommunizieren. Weißt du? Egal, was du machst, du wirst beeinflusst. Und wenn es halt nur noch Pornos gibt oder 90% Pornos gibt, die so aussehen, dann vermittelst du ein falsches Bild und Menschen denken, und das ist bei vielen Teenagern so, die denken, Sex muss so sein wie in Pornos. Auch wenn du 20 bist, denkst du das vielleicht. Wenn du, da sind wieder die Teenager, die es halt nicht gucken sollten. Ja, aber wenn du, es gibt auch Menschen, die sind Mitte 20 und haben wenig sexuelle Erfahrung, gibt's ja auch so. Und die kennen das nur von Pornos vielleicht, denken sie trauen sich nicht Frauen anzusprechen oder Männer anzusprechen, weil sie halt nicht dem Bild entsprechen. Oder hatten nur 5 Minuten Sex statt einer halben Stunde wie in einem Pornofilm, denken sie wären schlecht gewesen. Oh, ich bin nicht gekommen, schlechter Sex. Oder ich muss ohne Kondom Sex haben, damit er richtig gut ist. Und Pornos wie jetzt von Magazin Royal zeigen eben mal auf, es gibt eben auch Pornos, die sind anders, die sind so wie das echte Leben, sind vielleicht nicht unbedingt Gruppensex, den hat jetzt nicht jeder, aber so dieses Diversität zeigen und mal zu zeigen, irgendwie, mich zum Beispiel jucken diese Pornos überhaupt nicht mit dicken Blondinen, brustigen Blondinen so. Ich finde die Sachen viel spannender, wo Diversität herrscht. Ja, aber dann gibt's doch genauso, also was weiß ich, Homemade-Scheiß oder irgendwelche, gibt's doch auch mittlerweile so viele irgendwelche festen Beziehungen, die halt irgendwie Tagebuch bla machen oder so ein Scheiß. Also, gibt's alles, ja. Ich sage einfach nur, das ist jetzt nichts Neues. Das ist muss es ja auch nicht sein. Das ist nur, also für mich wirkt es halt jetzt wieder so agendamäßig, guck mal, so. Nee, die haben halt sich ihre Verantwortung bewusst nicht gemacht, so dass sie halt die Reichweite haben. Was hat ein ZDF Neo Magazin Royal mit Porn zu tun? Also das ist halt, wie gesagt, für mich wirkt das sehr... Okay, was können wir jetzt als nächstes machen? So. Was haben die denn mit... Wo stoßen wir jetzt mal vor? Was haben die denn mit, was weiß ich, Pandemie zu tun? Unbedingt ZDF, ja? Ja, das ist ja... Oder mit Fußball. Ja. Das ist ja egal, aber du hast... Ich verbiete es denen nicht. Ich sage nur... Dankeschön. Ich verbiete es denen nicht. Ich sage nur, es wirkt ein bisschen erzwungen, möchte ich sagen. Aber warum wirkt es denn erzwungen? Ich habe den Beitrag nicht gesehen. Ich kann... Ich das weißt du gar nicht, ob es erzwungen wirkt. Naja, ja, ist okay. Es muss ja, vielleicht wirkt es auch erzwungen. Ich habe es auch nicht komplett gesehen, nur die zensierte Variante. Aber schon diese Reichweite zu haben, wie halt Böhmermann die hat, und er zeigt dir mal was anderes als das, was man auf Pornhub so findet, ist doch eine super Sache. Finde ich. Kann man machen, von mir aus. Und mal mehr Bisex zeigen und mehr Pansex und so und Transidentität. Das kannst du natürlich machen. Du kannst auch ins Lichthaus gehen und dir irgendwie Kulturkino angucken, aber das wird halt nichts dran ändern, dass die Mehrheit trotzdem wahrscheinlich lieber Marvel die Welt geht untersehen will. So. Man will es ja auch vielleicht ändern. Und wenn du dann Cinestar bist und die Wahl hast, zeige ich hier Marvel die Welt geht unter und hole mir die Bude voll, oder zeige ich hier irgendwie so ein Arthouse-Ding und es kommen zwei Leute. Aber solche Präferenzen sind ja auch nicht in Stein gemeißelt.
dass alle nur Marvel gucken müssen für immer, sondern je mehr du ich bin auch kein Marvel-Fan, also. Nee, ich auch nicht. Aber je mehr du anbietest von diesen alternativen Programmen, wie jetzt halt feministische Pornos oder auch irgendwelche Arthouse-Filme, je mehr du anbietest und produzierst und mehr Sichtbarkeit schaffst, desto mehr interessiert es die Menschen auch. Es ist wie mit Veggie-Produkten, ja? Mhm. Vor 10 Jahren gab es kein Veggie-Regal bei Edeka. Jetzt gibt's das und es gibt sogar verpflichtende vegetarische Produkte in öffentlichen Kantinen und so weiter. Sichtbarkeit schafft einfach ein neues Bewusstsein und beeinflusst die Menschen. Es war schon immer so, das ist eben jetzt auch bei Pornos so vielleicht. Dass man mehr drauf guckt, es ist auch okay, anders auszusehen, um Pornos zu produzieren. Also, wie gesagt, glaube ich halt nicht, dass das jetzt was Neues ist, sondern also muss es doch auch nicht sein. Pornos mit Kondom ist jetzt auch nicht neu erfunden. Lecktuch, keine Ahnung, habe ich vielleicht noch nicht gesehen, aber ja. Sichtbarkeit hat gefehlt. Ja, aber gut, von mir aus, also ich halte es dann für unwahrscheinlich, dass die Leute in Zukunft mit Absicht ganz, also der Mainstream, natürlich wird es immer Leute geben, die irgendwas machen, aber der Mainstream dann irgendwie in der Suchleiste bei X-Videos eingibt, Lecktuch. Das halte ich für unwahrscheinlich. Also, aber wird vielleicht weniger und mehr Menschen sehen halt, dass es verschiedene Formen von Sex und von Körpern gibt. Darum geht es doch nur. Nicht, dass man sagt, dass man den Mainstream jetzt irgendwie umpolt, dass ja auch viele von der AfD denken, wenn wir jetzt die Homo-Ehe einführen, wollen wir auch, dass alle jetzt schwul heiraten. Ja, Quatsch. Das ist ja es totaler gibt, Schwachsinn. Ja, aber es ist ja eine ähnliche Strategie. Naja, also Geschmack kann sich ändern, aber ob du jetzt nur weil Homo-Ehe erlaubt ist, werden ja Leute nicht schwul. Das sind ja zwei verschiedene Sachen. Na, zu einem gewissen wenn du eine Art Film siehst, eine neue Art und den findest du interessant und hast dann Bock drauf, das ist ja was anderes als, oh, jetzt will ich aber auf einmal Schwanz. Ja, aber durch die Erkenntnis, dass es die Ehe für alle gibt, sehen auch die jungen Menschen, es ist okay, wenn ich als Mann schwul bin und Mann heirate, weißt du, allein weil es das gibt. Und sie werden nicht deswegen schwul, das meine ich. Aber sie trauen sich das mehr zu und dürfen das tun, genau. Und das Gleiche ist es auch wie mit diesen queeren Pornos, dass sie sehen bei Pornhub, oh, es ist offenbar okay, einen kleinen Dick zu haben, es ist okay, ein Lecktuch zu benutzen, wenn ich die Person nicht lecken möchte ohne. Also es ist doch okay. Und dann hast du in beiden Fällen eine Erkenntnis, dass es okay ist, anders zu sein. Wir haben jetzt echt uns richtig warm geredet. Also ja, es ist auch schon ein bisschen heiser. Ich sage ja nicht, dass es nicht okay ist. Ich sage nur, dass es das vielleicht auch schon gab und ja. Also auch Krieg gab es schon. Also auch Putin. Ist aber auch nicht gerade Vogue hier, was du machst. Krieg gab es schon immer. Boring. Boom. Machen wir was Neues, ja. Ja, also da bin ich jetzt mal sehr gespannt, was die Leute in den Kommentaren sagen. Wir haben jetzt, also vielleicht habe ich ein bisschen zu anti gewirkt, weil wenn du dann halt sehr pro bist, dann will ich natürlich auch eher anti, weil das ist ja sonst sehr langweilig. Oh, ich mag die Onkels, Robin. Ich mag die Onkels. Ich auch. Gut, dass wir uns da einig sind. Nein, ich mag die gar nicht so sehr. Die haben ein paar Songs. Aber ich wollte jetzt ja nicht das verbieten oder sonst was. Ne? Ich habe nur gesagt, dass... Also da bin ich dann vielleicht doch FDP-Wähler, wenn ich sage, dass ein Geschäft irgendwie auf der Startseite beliebten Scheiß anzeigt. Ist halt eklig, ganz eklig. Der Markt regelt. Bäh. Ja. Kotzig. Nee, also finde ich ja wir auch... Wir sehen ja, was der Markt gerade regelt. Ja. In der Pandemie und im Krieg. Der Russlands Markt wird richtig weggeregelt. Ja, aber richtig. Ja, aber also, weißt du... Nee, da verwehre ich mich. Das ist ich glaube, es würde andersrum kommen. Also andersrum würde ich es einsehen, klar, dass das eintrifft. Kommen, das stimmt. Nee, dass das eintrifft, was du sagst. Zum Beispiel gab es ja irgendwie so einen Hype von Snapchat-Porn oder so, wo dann halt irgendwie das den Eindruck erweckt. Egal, und wenn das dann, also andersrum, deins trifft ein, die Leute wollen das mehr und dann wird es mehr auf diesen Seiten gezeigt. So rum sehe ich es auf jeden Fall möglich. Mhm. Aber als Seite jetzt irgendwie ihr zu sagen, hier guckt mal, hier sind 20 Sachen, die vielleicht der Mainstream nicht so mag, zeigen wir euch jetzt mal auf der Startseite. Mit ein paar spannenden Thumbnails ja zu zeigen. Hier, guck mal, hier ist mal eine Person mit einem Lecktuch, Close-up. Kann ja auch mal spannend sein. Einfach nur als Vorschlag. Mehr verlange ich da gar nicht. Also ich verlange gar nichts, aber ich meine, jetzt so eine Pornostadtseite, einfach mal zack, hier hast du deine dicke Titten-Uschi hier mit blonden Locken und daneben ein Thumbnail von einer schwarzen Person, die vielleicht trans ist und ein Lecktuch im Mund hat. Ja, das ist, also... Trans, Shemale, Schwarz, Interracial und so, das ist halt wirklich alles nicht neu. Du kannst ja auch, nicht neu, es geht ja um die Sichtbarkeit immer noch. Ja, ich glaube auch nicht, dass das nicht. Und du kannst immer noch filtern. Es wird immer noch Filter, auch bei Pornhub, was ich ganz komisch fand, hetero und homo, wo ich dachte, Alter, weder noch, Alter, ich will beides haben. Ja, komisch. Gut, ja, du, aber ja. Halt nicht alle. So. Nee,
Aber warum dann nicht anbieten, dass man beides sehen Ach kann? so, das meinst du. Ja, keine Ahnung. Whatever, wir haben einen neuen Kriegsheld, Robin. Werden jetzt. Thomas Anders. Echt? Der Modern Talking Sänger ist ein Kriegsheld. Hat er gemacht, was ich neulich getweetet habe? Ach nee, der war ja nie bei Blue System dabei, ne? Nee, aber Modern Talking, der Sänger, der eigentlich singen konnte, Ja. der ist ja ein Riesenstar in Russland, also in den ganzen Ostblockstaaten, den sogenannten, auch in der Ukraine und so weiter. Und hatte eine Tour geplant durch Russland, wie immer. Und hat seine Tour abgesagt aufgrund des Krieges. Oder hat es nur abgesagt, dann kam vom Thomas Anders Fanclub aus Russland irgendwie einen Brief an ihn, dass sie es schade finden, dass er wegen eines kleinen Konflikts gleich die Tour absagt. Ein Der muss kleiner Thomas Konflikt. Anders, mein Kriegsheld, ist dann vom Glauben abgefallen, dachte, das kann doch nicht wahr sein, hat einen Brief zurückgeschrieben, wo halt drin stand, ich muss schreiben, was hier Sache ist. Es ist kein kleiner Konflikt, es ist halt ein richtiger Krieg und ihr habt einfach ich befürchte, ihr bekommt keine richtigen Informationen in eurem Land. Man hat da so einen langen Brief geschickt, was halt Sache ist und klärt seine Fans auf, die ja viele sind in Russland. Und das finde ich großartig, machen die wenigsten. Aber auch Till Lindemann hat seine Tour abgesagt in Russland und so weiter. Also die Stars machen gute Statements und Thomas Anders ist ganz vorne mit dabei. Das Hätte war ich nicht ja gedacht. direkt, als der Krieg angefangen hat, hatte ich ja den Pitch, dass Rammstein und Blue System sich zusammentun und einen Song machen und sagen, hier Russlandkrieg, nein, nein. Und dann zack, weil die haben da die Reichweite. Das würde allen widersprechen. Es ist wie wenn die Bösen Onkels mal einen guten Song schreiben. So ist es mit Modern Talking. Die haben sich nämlich nie politisch geäußert. Deswegen waren die auch so beliebt in Russland, wurden so von der Regierung gefördert. Weil es immer nur um Brother Louie ging, Atlantis is Calling und so, Sherry, Sherry Lady. Da ging es nie um irgendwelche Kritik oder Konflikte, immer nur um Liebe und so weiter und Streit. Und deswegen würden sie was nicht machen, wie We Are the Schade. World oder so. Glaube ich nicht. Wäre ein Tabubruch. Sehr, sehr schade. Ja, also du sagst es ja, da ist ja auch gerade schwierige Situation. McDonald's, Feierabend in Russland, Ja, ich habe PlayStation, mir aufgeschrieben, Feierabend. statt Chicken McNuggets, Kinder in den Krieg schicken. Ja. Netflix, Feierabend, Facebook ist schon down, Instagram wohl in ein, zwei Tagen. Twitter und so weiter. Und McDonald's ist ein krasses Ding, habe ich mir sagen lassen. Ich habe einen Bekannten, der aus Russland kommt, und er meinte, McDonald's ist da heilig in Russland. Und dass das passiert ist, das wird die Russen auf die Barrikade bringen, sagt er. Okay, ich habe auch ein sehr virales Foto auf Reddit gesehen, wie jemand sich den kompletten Kühlschrank mit so sicher 100 Burgern von McDonald's vollgestopft hat. Ich Ja. weiß nicht, ob die wirklich so lange haltbar sind, dass man da, das ist ja abartig. Überraschenderweise doch. Es gab Ja? Experimente von so Cheeseburgern, die sie irgendwie ein Jahr Ja, aufbewahrt gut, die haben und verändern das dann die nicht, sie nicht ja. verschimmeln. Aber ob die dann noch genießbar sind, ist ja Weiß ich nicht. nächste Es war Frage. noch vorher nicht genießbar. Ja, gut. Und es gibt auch, ich habe Bilder gesehen, oder also Screenshots von irgendwie so Online-Trading, wo sie halt so Burger für tausende Euro anbieten von McDonald's, so die letzten, die es noch gibt. Richtig Geil. krank. Die letzte Bastion. Ich muss sagen, ich finde es gar nicht, ich fände es nicht schlecht, wenn es das bei uns auch gäbe. Nicht Krieg, aber wenn sagen würden, Coca-Cola zieht sich zurück, McDonald's zieht sich zurück, Da würde ich geil. Krieg in Kauf nehmen für. Ja, vielleicht. Krieg besser als Ich McDonald's. beneide Russland, ich sag's jetzt mal. Ja. Ja, ich habe ja auch eine Zuschauerin aus Russland, die immer mal im Stream drin ist und die hat jetzt auch mir schon geschrieben, hier Facebook ist schon down, ich habe Angst, dass Twitch auch irgendwie Zugang und so. Es ist schon irgendwie weird. Da brechen auch Einnahmen für dich weg, ne? Da, ich da brech noch Einnahmen für mich weg. Also Russland, hört bitte mal auf. Allerdings hatte ich jetzt auch gestern die Diskussion angestoßen in der Oase, in der man sich einkaufen kann für $3, dass ich als, also nur ich als in der Position seiend, ich gebe hier niemanden Ratschläge oder sonst was, mache ich ja nicht. Es hören ja keine Ukrainer zu. Aber ich als Zelensky würde halt meine Bevölkerung irgendwie nicht opfern wollen, so. Das war eine ganz lange Diskussion und mit, ja, sei erstmal in der Situation, wenn irgendwie deine Verwandten weggesprengt sind. Da habe ich auch gesagt, ich als Privatperson wäre der Erste, der sich verpisst, wenn das Land invaded Ja, wird. voll. Und wenn meine Verwandten weggesprengt sind, dann waren die halt nicht so clever und sind mit mir mitgekommen, sondern sind da geblieben. Also macht das mal nicht, sondern verpisst euch. Ich bin der Letzte, der für meinen Grund und Boden hier ist. Sorry, bin ich jetzt wahrscheinlich bei vielen unten durch, aber Bist du kein Patriot? ich würde hier nicht mit einer Kalaschnikow mein Haus verteidigen. Dafür ist mir dann mein Leben doch mehr wert als mein Haus oder halt als der Boden, auf Oder dem mein ich geboren Land, bin, ja. ja. Also, ja. Gehe ich mit. Dumm. Also ich komme echt mit, wenn du flüchtest. Schön. Lass uns einfach eine neue Podcaster-Insel aufmachen. Ja. Wir nehmen mal Olli Schulz mit, Böhmermann und hier gemischtes
Hackbrot und so. Und David Hein und Rob Mach Blase mal Flüchtlingsvlog. quasi machen halt eine Podcast-Kommune auf. Ich bin dabei. Ja. Deswegen, und als Zelensky würde ich halt sagen, also ich sehe das so, dass dass die Ukraine in irgendeiner Form einen Sieg, wobei Sieg in Anführungsstrichen ist, davon trägt, sehr klein sind. Und die Frage ist halt, okay, jetzt aufgeben und eventuell hier komplett besetzt werden oder das jetzt Wochen, Monate, Tausende, Hunderttausende Tote später auch zu haben. Also so schätze ich es ein. Ich bin natürlich kein Experte und keiner kann jetzt gerade sagen, worauf es hinausläuft. Russland hat ja jetzt auch noch nicht aus allen Rohren geschossen. Wenn die wirklich einen Vernichtungskrieg starten würden, dann wäre halt das Land in 2 Tagen in Schutt und Asche. Ich würde sagen, ich bin eh völlig überrascht davon, dass es so lange dauert. Also Ja. Russland ist so eine riesige Macht einfach auf der Welt. Na, die wollen halt wahrscheinlich schon nicht dieses Land zerstören, sondern das halt als Erweiterung Russlands Aber auch das haben. hätte ich mir jetzt früher erwartet, dass sie das Ja. hinkriegen. Also natürlich nicht, weil ich das will. Im Gegenteil, ich finde das scheiße. Aber ich Ja. dachte mir, wenn jetzt so ein Land wie Russland in die Ukraine einmarschiert, das ist doch in 2 Tagen erobert, dachte ich. Ja. Aber nicht, keiner hätte gedacht, auch Putin wahrscheinlich nicht als letztes, dass die Ukrainer so dicke Eier in der Hose haben und sich verteidigen und mit Kalaschnikows, Molotow-Cocktails auf Ja. Panzer schmeißen. Übelst krass. Gab es nämlich auch eine neue Meldung dazu diese Woche, dass der Putin den Kopf von der FSB Foreign Intelligence Branch unter Hausarrest gestellt hat. Oh nein, Weil Spieleverbot, kein Fernseher. der hat ihm nämlich damals gesagt, wenn man die Ukraine invadet, die werden nicht groß Widerstand leisten, das wird ganz easy. Hat sich geirrt. Ja, und jetzt Hausarrest, Oh. Stubenarrest für diesen Burschen. Ist aber noch das Mindeste, glaube ich. Ne? Also, Ja. wenn das sein Kopf nicht rollt im wahrsten Sinne, ist schon ein Ja. Wunder. Habe auch gelesen, dass Putin sämtliche Generäle gefeuert hat, hoffentlich nur im übertragenen Sinne. Und sämtliche Geheimdienstleute angeschnauzt hat, warum sie nicht die Wahrheit gesagt haben. So, die wollten die wohl beschwichtigen. Ja, so ist das, wenn man als Diktator, sage ich jetzt mal, sich halt nur mit Leuten umgibt, die aus Angst immer sagen, ja und ja, das machst du super und alles ist toll, alles wird, dann kommt halt sowas bei raus. Aber sag dir, wie es ist bald vorbei. Erstens Thomas Anders hat invaded Ja. und Gerhard Schröder. Auch noch, ja, Der stimmt. Ex-Kanzler Gerhard Schröder ist ja der Best Buddy von Putin und die sind ja beste Freunde schon immer gewesen und Die machen Putin sich ohne bezahlt. Lecktuch. Die machen es ohne Lecktuch, die beiden, so nah sind die sich. Und die beiden haben halt so ein Verhältnis, auch Arbeitsverhältnis. Ich glaube, dass Schröder ist irgendwie Vorstandsmitglied oder irgendwie Chef irgendeiner Gasfirma und wird halt von Putin bezahlt, mehr oder weniger. Und hat sich bislang wenig geäußert zu dem Thema, bis seine Mitarbeiter in Berlin ihn gekündigt haben, weil jeder Ex-Kanzler hat ja sein Büro da, was er bekommt, und Mitarbeiter, die vom Staat finanziert werden, die haben alle gekündigt. Was machen die denn eigentlich den ganzen Tag? Naja, Nicht. na doch, die verwalten seine Kanzlergeschäfte noch, sowas wie Interviews und so weiter. Das aber auch nur für die Kanzlergeschäfte abwickeln. Und er ist jetzt nach Moskau geflogen. Ohne Absprache mit der Bundesregierung, also ohne Scholz zu fragen, was schon mal seltsam war. Und es gab den für mich viralen Hitler. Vielleicht, wenn das passt, weiß ich nicht. Und zwar seine Ehefrau, sie heißt Soyeon Schröder-Kim, hat ein Bild auf Instagram gepostet, ohne Kontext, wie sie betend vorm Fenster sitzt und im Hintergrund sieht man den Kreml. Ja, das wurde zu tausendfach zermimt, das habe ich mitbekommen. Jetzt war halt die Frage, wofür betet sie, ja? Dass Putin nicht die Zahlungen an ihren Mann einstellt, oder dass Gerd endlich die Scheidungspapiere unterschreibt, oder Frieden in der Ukraine, wir wissen es nicht. Und es gab aber auch tatsächlich so dann Photoshop-Sachen, wie sie raus wie im Fenster einfach dann die Tankstelle irgendwie so hingesetzt Ja. haben, dass sie für bessere Spritpreise betet, also sehr funny. Die Spritpreise sind ja eh die Meldung der Woche, ne? Ja, Ui, die über 2 Spritpreise. Euro. Die Spritpreise, du. Ich bin Zug- und Busfahrer und Fußbusfahrer. Mir ist es wurscht. Es tut echt gut, muss ich sagen. Ja. Also, das ist so 100% null meine Welt. Ja. Also an sich haben wir ein Auto da, aber wir fahren es halt eigentlich nie. Also wir fahren es, wenn wir vielleicht mal, weiß ich nicht, flexibel sein müssen oder irgendwie Großeinkauf machen, dann mal einmal im Monat vielleicht. Aber sonst fahren wir das Auto einfach No. nicht. Finde ich vernünftig. Danke. Anonymous hat 2 Mal große Hacks gemacht, gab es auch noch. Einmal wurden 360.000 Dokumente von russischer Behördenseite geleakt. Nice. Und dann wurden wieder Fernsehsender, Streaming-Devices, Streaming-Services gehackt, um da Footage
vom Krieg zu zeigen. Mir tut Putin fast schon leid, weißt du, der hat doch gar nichts mehr eigentlich. Die haben sich immer so in die anderen reingehackt und dabei vergessen, dass sie sich selber vielleicht auch mal absichern müssen. Und was ich auch ganz interessant fand, ganz viele Leute haben über Airbnb in der Ukraine also gebucht, aber ohne da wirklich hingehen zu wollen, quasi um das als Weg zur Spende zu finden. Die haben quasi den richtigen Urlauberinnen und Urlaubern die Plätze blockiert. Das dachte ich mir halt auch. Nicht nur den richtigen Urlaubern, sondern auch Leuten, die innerhalb des Landes vielleicht flüchten und dann gucken, ob sie vielleicht über Airbnb irgendwie eine Unterkunft finden. Die flüchten ja nicht in eine andere, obwohl, wenn die in der Ukraine unterwegs sind, ja, vielleicht. Wenn die Leute in Kiew sind und 5 Dörfer weiter ist noch Ruhe. Also ich weiß nicht, ob das irgendwie geregelt ist, dass man dann angeben kann, okay, das Zimmer ist trotzdem noch frei, aber ich habe jetzt Geld. Aber an sich vom Gedanken her vielleicht ganz nett, aber wenn man dann eventuell echten Flüchtlingen da Plätze irgendwie wegnimmt, wäre schon wieder dumm. Auch eine Meldung war, dass Lukaschenko, also der Präsident von Belarus, wohl auch beim Krieg mitmachen will. Ach, der will auch, ja. Der will auch mitmachen an Russlands Seite. Hat sich schon die Weste übergestreift? Er kommt quasi als Tag-Team-Partner so, als geheimer Tag-Team-Partner. Ah, die klatschen sich ab. Noch, genau. Nimmt so einen Stuhl mit aus dem Publikum, klatscht alles um. Wenn die es nicht schaffen, dann kommen wir jetzt hier, kommt Belarus und macht die alle tot. Okay, in der Ukraine. Cool. Finde ich gut, ja. Dann gab's überhaupt, wäre doch mal eine gute Idee, wenn einfach viele Länder jetzt mal da mitmachen bei diesem Konflikt. Das wäre doch mal was, oder? Das ist eine gute Idee, aber die richtigen. Dann gab es auch ein virales Video von einem Nazi aus Italien, welcher von Nazi aus Polen vorgeführt wird. Mhm. Folgender Fall, und zwar in der polnischen Stadt gab es eine Pressekonferenz und also an der polnisch-ukrainischen Grenze, und der Bürgermeister der Stadt hat sich mit einem italienischen Rechtspopulisten getroffen, und der Rechtspopulist aus Italien ist halt ein Putin-Fan gewesen und hat die letzten Jahre immer so Putin-T-Shirts getragen im EU-Parlament und so und meinte, dass er der einzige richtige Führer in Europa ist und so und der richtige beste Staatschef so. Macht aber jetzt einen auf Verständnis so für die ukrainischen Flüchtlinge und so, wollte da jetzt mithelfen. Und es hat aber der polnische, aber auch Nazi mitbekommen. Und als sie vor die Kameras getreten sind, hat er richtig, richtig gesnitcht und hat nämlich ein T-Shirt rausgeholt, was der der italienische Nazi mal getragen hat, mit Putin drauf. So, hier, das ziehst du jetzt bitte an und gehst damit mal in das Flüchtlingslager hier und hilfst da mal den ukrainischen Flüchtlingen und zeigst mal hier, was du von ihnen hältst. Da muss der wohl entzornt abgegangen sein, der italienische Nazi. Schön. Ja. Kann man auch eine Reality-Show draus machen, oder? Witzig, ja. Einfach so Nazis aus verschiedenen Ländern zusammen. Es ist eben so, dass Rechtspopulisten in Europa sich in vielen Dingen uneinig sind. Auch hier Le Pen aus Frankreich von Front National ist auch eine französische AfD, kann man sagen. Vielleicht noch ein bisschen radikaler, weiß ich nicht. Manche Punkte auch weniger radikal. Und die hat auch so Flyer verteilt im Land, wo sie Putin die Hand schüttelt. Und die will sie jetzt vernichten, quasi, auf einmal. Putin will sie vernichten? Nee, also, schön wäre es, aber sie will halt die Flyer vernichten mit den Handshake-Fotos mit Putin. Ja. Und auch in der AfD gibt es Unstrittigkeiten. Die einen sagen, sie verurteilen Putin, andere sind wieder für Putin. Das ist ganz, ganz schwierig. Also die Rechtspopulisten, die tun sich gerade schwer mit dem Thema. Ja, es ist ja auch ganz oft so, dass man als eine solche Instanz immer gegen den Mainstream sein muss, ne? Und wenn jetzt alle sagen, ey, Ukraine invaden ist gar nicht so gut, dann muss man halt vielleicht auch mal sagen, hey, na, vielleicht ist es ja gar nicht so. Mhm. So gesehen auch bei KuchenTV passiert, zumindest in einer Erwähnung. Ich habe das Video nicht gesehen, es ist wohl im Video, ist es nicht so, aber der Titel und das Thumbnail hat wohl suggeriert, warum die Ukraine selber schuld ist. Und dann gab es natürlich da auch wieder einen kleinen Eklat. Aber lass uns nicht zu viel über diesen Menschen reden, der ist den Atem nicht wert. Sowieso. Auch noch funny war, es gab einen 5-stündigen Autokurso gegen Spritpreise. Ja, witzig. Denk mal drüber nach. Autokurso gegen Spritpreise fand ich riesig. Das ist auch in Amerika gerade ganz groß. Nach Kanada ist jetzt durch Amerika so eine Freedom-Konvoi-Konlonne am passieren. Dann wurde noch ein Tankboykott ausgerufen. Für einen bestimmten Tag. Da mache ich mit. Und in der Meldung war noch irgendwie drin, wer an dem Tag noch tanken müsste, macht es am besten einen Tag vorher, um dann genug zu haben. Also sehr widersprüchlich. Das ist wie wenn du Veggie Day ausrufst und sagst, ja, wir essen morgen fleischfrei, also heute noch mal richtig schön vollstopfen mit Bratwurst und Hähnchen. Ja. Ist die gleiche Logik. Und noch funny, dass ChristInnen
für den Frieden beten wollen, anstatt tatenlos zuzuschauen. Großartig. Das ist doch Realsatire, weißt du? Du liest solche Meldungen als Satiriker und denkst dir, ich bin arbeitslos. Die machen alles schon selber. Es ist großartig. Oh mein Gott, ab 5.45 Uhr wird zurückgebetet. Ja, voll. Ja, sehr, sehr geil. Ich habe hier auch noch in Russland jetzt, ne, in einem Monat, was sich da so verändert hat, an runtergeladenen Apps, AliExpress, Zoom und Persona noch auf den ersten Plätzen. Was ist Persona? Ein Make-up-Filter. Ach so, okay. Und einen Monat später drei VPNs. Telegram, mhm, beide Monate auf der 4. Ja. Und ganz wichtig, jetzt wo Facebook und so gesperrt wird, Talking Ben the Dog, ein Spiel. Wenn man jetzt diese räudigen Facebook-Spiele nicht mehr spielen kann in Russland, muss man sich halt irgendein Drecks-Mobile-Game runterladen. Super. Hammer. Außerdem Primitive Technology ist zurück. Vielleicht hast du den mal mitbekommen. Primitive Technologie ist zurück, also wie Schere, ist auch eine primitive Technologie. Genau. In Russland, weißt du, die haben jetzt keine moderne Technologie mehr. Die müssen sich jetzt ihre Häuser wieder aus Lehm bauen. Ah, spannend. Nee, das ist ein YouTube-Kanal. Ich dachte, den kennst du. Primitive Technology. Nicht persönlich. Der war, glaube ich, auch irgendwie depressed oder irgendwie sowas. Und jetzt ist er wieder am Start. Hat ein Video hochgeladen. Direkt eine Mille, zack, ich kenne nicht alle Depressiven. Ach so. Ich dachte, ihr kennt euch untereinander. Nee. Okay. Und dann, ja, Licorice Pizza habe ich geguckt diese Woche. Was für ein Ding? Licorice Lakritz Pizza. Ach so, ah. Ist David Heinz Film des Jahres 2021. Ich muss sagen, war nicht ganz mein Fall. Sorry, aber wenn Filmkritiker sagen, es ist der Film des Jahres, dann ist er schon scheiße. Ja. Sorry, also ich finde David sympathisch so, er ist ein cooler Typ, aber nee. Also Licorice Pizza ist wie Porn mit Lecktuch für mich. Das ist halt was anderes, es ist schön, dass es sowas gibt. Geschmacksfrage. So. Aber mein Fall war es nicht. Ich finde Kritiker scheiße. Ich finde Musikkritiker und Filmkritiker so unsympathisch. Ich wollte es mal werden, als ich noch so 18 war, dachte ich mir, ich würde voll gerne so über Theaterstücke und Musikalben in Rolling Stone Kritiken schreiben, bis ich gemerkt habe, das sind meistens nur Leute, die selber am liebsten berühmt geworden wären und jetzt sich einfach abwichsen, irgendwie irgendwelche an Haaren herbeigezogene Argumente zu finden, warum irgendwas scheiße ist. Ich würde David an dieser Stelle da nicht so einordnen, aber ja, gut. Ich habe mir ein paar Sachen von ihm angeguckt, komm, das ist schon oftmals sehr immer, alles ist schlecht und das ist schlimm. Mit diesem Image kämpft er ja seit Monaten. Ja, weil also, es auch ja, so ist teilweise, also, sorry. Ja, guck doch mal, das ist genau wie du sagst, guck mal, hier auf der Pornhub-Startseite ist ja alles diese Blonden mit den großen Hupen. Dann bist du ja auch so ein alter Miesepeter. Nee, viel habe ich gesagt. Ich bin ja auch ein Ja, und der hat Licorice Pizza gelobt zum Beispiel. Da kannst du ja von mir aus loben. Was heißt denn, ich stelle mich ja nicht hin und sage, oh, der Porno des Jahres ist aber hier dicke Titten Teil 5. Sondern ich sage, ich gucke mir lieber solche Pornos an. Mich jucken halt solche Pornos nicht mit dicken Öcken von irgendwelchen alten Omas oder so, die sich auf 20 Jahre runterschminken. Naja, vielleicht gucken wir einfach einen anderen Film, nämlich eine Dokumentation über Hongkong. Das ist nämlich der absolute Rekord beim Box-Office in Taiwan geworden. Mhm. Das fand ich noch eine nette Meldung. Guck mal. Die wollen wissen, wie es da drüben aussieht und was denen bevorsteht. Ja, und dann gab es noch einen russischen General, der gestorben ist, weil er eine ukrainische SIM-Karte genommen hat. Die haben ja irgendwie... Weil die ukrainischen SIM-Karten nicht sicher sind, weißt du? Du machst den dein Handy rein und puff. Ja, genau so das. Nee, es ist halt echt sehr, sehr witzig. Also da... Ja, ist witzig. Da, ja, das, also, pass mal auf. Die Russen haben in der Ukraine einen Funkturm weggesprengt. Aufgrund dessen ging dann ihre Krypto-Phone nicht mehr. Deswegen musste sich dieser hochrangige General in einem ukrainischen Laden eine SIM-Karte holen, eine ukrainische, konnte aufgrund dessen getrackt werden und wurde dann ausgeschaltet. Oh, das ist dumm. Das ist schon ein bisschen ironisch alles. Ja. Toller Kriegsführer. Genau. Also wenn solche Leute hier weltwichtige Entscheidungen treffen, da gibt es noch diese Z-Bewegung in Russland, wir haben jetzt nicht mehr viel Zeit, wir müssen ja los, nicht zocken. Nee, Zero wahrscheinlich, das sind die zuckerfreien Panzer, die rumfahren. Genau. Zero. Hast du es nicht mitgekriegt? Das ja, waren so viele Zs auf Panzern, bla, geht in die Q-Richtung wahrscheinlich. Was heißt oder das? Naja, dass da ganz viele Verschwörungstheorien davor sind, darum ranken. Ja, klar. Ich habe eine geheime Verschwörung und mache ganz großen Z oben drauf, dass alle das lesen können, dass wir was Geheimes vorhaben. So was Dummes, ey. Was denken Verschwörungstheoretiker, auch wenn sie auf irgendwelchen Fotos so irgendwelche Sachen einkreisen? Guck mal, da siehst du doch hier im Hintergrund. Das ist doch Greta Thunberg irgendwie schon vor 100 Jahren, die hat schon mal gelebt und so. Ich denke mir, Alter, das würden die doch niemals posten und so offensichtlich machen. Das ist so dumm einfach. Ja, ist es.
War die Woche dumm, Tino? Was ich habe noch zwei. Ach, du hast noch? Du hast so fertig gewürzt. Nee, es ist gar. Ja, ich war immer fertig. Das ist mein Ding. Und zwar, es gab noch einen Mann, der wurde mit einem Schweineherz operiert und ausgestattet. Ja, hast du schon erzählt. Der ist gestorben. Ah, okay. Guter Nachtrag. Ging nicht gut aus, leider für ihn. Aber sie konnten wohl trotzdem viele Erkenntnisse daraus ziehen, dass sie halt irgendwie nur einen Gen verändern mussten und dann wird das Herz länger haltbar und wird nicht abgestoßen von den Menschen. Mhm. Also sie waren sehr, sehr dankbar, die waren nicht herzlos, die Ärzte haben gesagt, okay, wir hatten eine große Ehre erwiesen für die Wissenschaft, ist nicht umsonst gestorben. Der wäre ja wahrscheinlich ohne die Transplantation so oder auch so gestorben. Und dann der Mann, der Che Guevara erschossen hat, ist gestorben. Und zwar der bolivianische Ex-Soldat Mario Terán im Alter von 80 Jahren. Mhm. Und es wurde geschrieben, das fand ich sehr ironisch, er war ein mutiger Mann. Er hat freiwillig einen Befehl ausgeführt, der vom Präsidenten kam. Freiwillig einen Befehl ausgeführt. Fand ich ironisch. Witzig. Jedenfalls der Che Guevara-Mörder ist tot. So. Okay. Dann ist diese Geschichte quasi auch auserzählt an dieser Stelle. Ja. Hat einen Deckel drauf. Ja, ich bin durch mit meinem Scheiß ich hier. Ich auch. Deswegen können wir gerne die Woche, also langsam, ne? Langsam. Das ist so die Halbwertszeit von so einem Krieg, ist irgendwie so 2-3 Wochen. Hm. Dann denkt man sich, ja, lasst euch was Neues einfallen. Ja. Nee, also ich muss sagen, wenn da wirklich aus Verzweiflung raus, es gab ja noch viel mehr, was die Woche passiert ist, ich will das gar nicht alles durchkauen. Ich will jetzt ja nicht wochenlang nur den Kriegspodcast machen von der Frontline. Hm. Aber irgendwie hat Polen jetzt zum Beispiel gesagt, yo, in Rammstein, die Flieger, die da sind, die geben wir jetzt den Ukrainern. Also das ist so. Das hätten die nicht genug mit dem Album zu tun, Rammstein, weißt du? Genau. Das ist unfassbar. Nee, aber es ist irgendwie so, also wenn NATO-Flieger in Ukraine eingesetzt werden, aber ukrainische Leute drin sitzen, dann ist okay. Hm. Wenn da aber NATO-Leute drin sitzen, dann ist nicht okay. Das ist halt alles. Und das waren halt irgendwie, also die Außenministerin von Amerika, die wusste davon nichts und hat gesagt, das wollen wir eigentlich gar nicht, was ist hier los und so. Also da passieren gerade ganz viele komische Sachen und ich hoffe nicht, dass das in irgendeine Verzweiflungstat mündet, die dann halt doch irgendwie, yo, Vernichtungskrieg gegen Ukraine, weil dann waren die Bilder, die wir bis jetzt gesehen haben, wirklich gar nichts, Kindergarten. Nee. Ja, das wurde auch schon gesagt von vielen von Experten, ich glaube der ehemalige russische Außen- und Verteidigungsminister hat gesagt, dass der Dritte Weltkrieg schon begonnen hat. Also er ist nicht so optimistisch. Er glaubt, es wird noch richtig krass eskalieren. Ja, wann hat er denn begonnen? Also in einem Weltkrieg, da müssten schon ein paar mehr Leute beteiligt sein und aktiv ist es halt einfach gerade nicht so. Mhm. Ja, Krankenhäuser wurden ja auch angegriffen strategisch, ne, damit der Feind, der ukrainische Feind mit sich selbst beschäftigt ist und nicht damit sich drauf konzentrieren. Oh, überhaupt hat die russische Führung viel gelogen, so mit Dingen. Sie hätten keine Berufssoldaten hingeschickt und so weiter, das war dann doch passiert und so. Also nur Passanten. Ganz viel. Nur, genau. Alles Zivilisten hingeschickt. Alles sehr, sehr schwierig. Ja. Na gut. Feierabend hier. Wir müssen noch Dinge tun. Also ich gebe. Ja, wir haben echt lange über dieses Porn-Ding gesprochen. Ja, aber ich muss trotzdem sagen, ich finde es irgendwie schon eine 8 wert. Allein, weil ich jetzt Schlagersänger wie Thomas Anders einmischen. Weil McDonald's jetzt aus Russland raus ist. Ja, es ist wie, ja, wir haben halt jetzt, wie gesagt. Dann Gerhard Schröders Frau, ja. Ja, gehen wir auf die 8, ist okay. Mit dem tollen viralen Hitler. Ist okay. Putins Macht bröckelt so ein bisschen und Nazis, die eigentlich dürfen wir ja gar nicht unter eine 8 gehen, solange da so ein Krieg ist hier in Europa, Alter. Ja, was muss noch passieren, dass es noch krasser wird, frage ich mich. Klar muss der Krieg erstmal eskalieren, ja, der Weltkrieg und so. Bombenteppich auf Kiew, Alter. Aber ich meine so nach Kassenbonpflicht, ja, Pandemie und jetzt Krieg, was kann noch passieren? Aliens landen auf dem Planeten oder hier Don't Look Up wird real, dass ein Komet auf uns zufliegt und es keiner ernst nimmt. Ich würde eine 8 sagen, aber du kannst gerne dagegen sprechen. Nee, ist okay, wir gehen nochmal auf die 8. Ist okay. Okay. Gut. Leute, vielen Dank fürs Zuhören. Feierabend jetzt. Feierabend. Ah! PlayStation umgeschmissen. Oh nein. Oh oh. Das war vielen Dank, die Musik ist so laut. Das war die 4.